Ich frage mich, wo ich die Sense herkriege. Oben im Händler wieder oder so? Also es würde Sinn ergeben, dass der... Nehmen wir einfach die hier. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lands Island. Und ich bin zurück am Dungeon, hab mir meine Hütte gebaut hier und die Lagerplätze. Hab schon einmal geschlafen im Bettchen und so weiter und so fort. Bin also vollkommen darauf vorbereitet, hier jetzt im Dungeon ein wenig rumzuwüten. Ich hatte noch ein bisschen was angeschaut bezüglich der, der Hirsche und Rehe. Und tatsächlich gibt es aktuell keine Möglichkeit, die besser zu fangen, außer das, was wir haben. Der Entwickler hat es aber bereits so im Auge und hat eigentlich einen Patch implementiert, wodurch die Rehe einen kleinen Stun kurz betäubt sein sollten, wenn man sie trifft. Das heißt, du haust sie einmal und dann kannst du es halt komplett niedermetzeln. Das hat offenbar nicht ganz so funktioniert. Aber zumindest ist es gut zu wissen, dass sie das auf dem Schirm haben, um entsprechend dann dafür zu sorgen, dass man die Rehe eventuell besser fangen kann. Vielleicht kann man es sogar auch implementieren, weil man sagt, pass auf, nicht jede Waffe stunt die Rehe, sondern zum Beispiel nur ein Jägerspeer oder irgend so ein Blödsinn, dass du halt eben eventuell auch den Waffentyp wechselst, wenn du eben auf Rehe gehst. Rehe hin oder her, wir gehen jetzt hier rein und werden einmal in diesen Dungeon ein wenig vor uns hin wüten und hoffentlich dort auch schön dick kassieren. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, welcher Dungeon das jetzt ist. Wir hatten jetzt die Mine, wir hatten die Stadt und, nee, den Markt. Das müsste dann die Stadt sein, glaube ich. Die verlassene. Und das da übrigens, die Wildsau, die werden wir sehen. Der Outpost, genau. Die... So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt das neue Schwertchen jetzt hier. Okay. Schön. Schön, schön, schön. Sehr schön. Okay, also damit kann man schon ordentlich jetzt hier kaputt machen. Komme ich da hoch? Komme ich nicht. Okay. Hier, nee, auch nee, keine Möglichkeit, ne? Das ist alles nur Deko. Da kommt man eigentlich gar nicht hoch und da soll man auch nicht hoch. Also die Air-Attacke killt die Kollegen instant. Okay. Außerdem brauche ich nicht mehr Kritten, sondern die fallen noch sofort um. Das ist gut. Gelevelt haben wir, sehr gut. Ich überlege, warum ich eventuell lieber erstmal auf einen extra Schaden gehen wollte oder so. Im Talentbaum. Das wäre hier drüben dann. Der Cooldown reduziert um 20% und dann mehr Schaden. Aber lassen wir erstmal hier. Was haben wir jetzt da? Dann haben wir 5. Nicht so gut, ne? Ist nicht so gut. Wir gehen erstmal auf den Mining Damage dann mit den zwei Punkten. Das ist, glaube ich, am besten. Dann kann man auch relativ gut minern. Dann wird auch das noch ein bisschen eleganter und schöner. Ich meine, aktuell kann ich schon Ton mit Two-Shotten, also ein Hit und dann die Ability. Aber vielleicht ist es natürlich schön, wenn das noch ein bisschen besser geht. So, da ging es nicht weiter, also müssen wir wirklich hier längs. Hui, und fallen wir komplett runter. Nice. Der Schaden durch gegnerische Angriffe ist jetzt aktuell um die Hälfte reduziert durch meine Rüstung. Das heißt, ich vermute also mal, dass eine vollständige Rüstung dann so die Schadensreduzierung auf etwa 75% setzt. Was schon gar nicht so doof ist.
Nochmal 5 Münzen. Hallo. Tür. Türen sind schwer. So. Und die Fähigkeit tötet jetzt, die R-Ability tötet jetzt die Murlocs mit 2 Schlägen. Und das auch noch im AOE. Wow. Das war ja gut. Okay. Das war jetzt nicht unbedingt perfekt, aber zumindest... es war ausreichend gut. Und... nice. Das Ziel bei den Fähigkeiten muss ich ein bisschen üben. Das geht noch besser. Oh, Weintrauben, sehr schön. Pilze, zack, und dann ab in die Hütte. Was haben wir da noch? Ein Fass. Noch mehr Schrott, noch mehr Münzen, sehr schön. Die Feinde können wir da nicht abbauen. Das könnten wir hier oben langlaufen, aber es bringt nicht wirklich was. Einfach nur, es geht nur einfach, aber das war's. Okay, wir müssen da längs. Und lass mich raten, hier müssen wir jetzt eine Brücke reparieren, oder? Nee. Aua. Jawohl. Okay. Oho, oho, oho. Nice. Und kringel durch. Durch. Oh, schön. Schön, schön. Okay. Kriegst du immer noch Blick auf die Fresse gerade, aber es läuft schon mal um einiges geschmeidiger als ursprünglich. Zack. Und hin. So. Okay. Ein kleines bisschen aufgeräumt hier. Hm, hier gibt es nichts zu holen, oder? Kein Gold, keine Münzen, kein gar nichts. Nö. Okay, cool. Hier ist ein Fass und eine Kiste zumindest schon mal. Nochmal Schrott und Stein. Münzen und Gems. Schrott. Er ist oben. So. Kommt man nicht hoch, ne? Nö. Okay. Und was drauf? Nö. Nicht wirklich, nö. Nö. Ist nur. Man kann drauf langlaufen, das war's aber auch, okay. Dann ist die Ecke clear. Hier geht's, denke ich mal, weiter. Oh ja. Ja. Wie wär's denn, wenn du das mal lässt? Okay. Und hopp. Dankeschön. Also die Air-Ability ist halt super an so einer
Kante. Okay. Fischi ist weg. Ritzelfischi. Gehen wir nach hier erstmal? Ja, ne? Schön. Das war eine gute Attacke gerade. Da gab es nur Gold. Und weg ist er. So. Das läuft auf jeden Fall deutlich geschmeidiger gerade mit dem neuen Schwert. Und der besseren Rüstung. Auch der klein bisschen besseren Rüstung. Der Helm ist halt ein bisschen mehr. Und hier ist gerade nochmal. Okay, hier scheint schon der Checkpoint zu sein. Ey. Also wird aber gerade nicht laggen. Okay. Wow, hoppala. Okay, den haben wir. Kein Dicker. Okay. Okay. Das geht gerade super, super einfach. Ohne die Dicken dazwischen drin. Okay, das ist, glaube ich, nur ein Checkpoint zwischendurch, oder? Ansonsten wäre das jetzt echt viel zu einfach gerade. Ja, hier unten ist der Dings. Der Waystone, das weiß ich noch. Sollte das das echt gewesen sein? Wo geht's hier denn? Oh, mein kleines Lager. Aua. Okay, Kiste, hallo, hier bitte Geld, Münzen, Kisten, da hängt ein Murloc in der Wand. Da oben könnte man drauf, da ist noch ein bisschen Geld. Einfach, wir können hier einfach drauf, das geht. Kiste. Nochmal Melonen. Hier ging es rüber. Achso, den übrigen kenne ich ja schon, genau. Da bin ich gerade längst gehüpft. Und hier haben wir jetzt die extra Münze. Nochmal 15 Münzen an der Zahl. Danke. Okay, das scheint es echt gewesen zu sein. Das war ja ein echt winziges Dungeon dann in dem Fall. Okay. Hey, nice. Und wir schalten dann zumindest schon mal nochmal einen weiteren Levelpunkt. Ja, da ist die Kiste. Da sind die Jungs. Da ist nur ein bisschen mehr Stein. Das heißt, wir sind dann bereit fürs Dungeon. Nochmal Geld. Dreimal. Okay, verschiedene Saatgut. 25 Münzen. Hier gibt es nochmal Pilze. Kannst du aber nicht. Danke. So. Jetzt geht das Gerumpel wieder los. Okay.
Nice. Oh, schön. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Alle Mann. Oh, wow. Nämlich direkt reingeschubst in so ein Dingens. Hier war nix. Also dieser neue Skill ist natürlich super, ne? Der Cooldown könnte noch ein bisschen... Oh, wow. Der hat das überlebt. Der Cooldown könnte noch ein bisschen geringer sein, aber das kann man ja skillen. Und wir sind draußen. Sehr schön. 15 Minuten. Das war jetzt ein recht schnelles Dungeon. Und es war auch nicht so, also vielleicht wirkt es durch das Schwert halt eben, dass es nicht so schwierig war, aber es wirkte auf jeden Fall nicht so schlimm. Und jetzt könnten wir rein theoretisch in das andere Dungeon reingehen. Jetzt ist die Frage, ob ich das wirklich möchte. Ich würde vermutlich erstmal gucken, was so Titan-Sachen kosten und zumindest mein Schwert eventuell upgraden auf Titan, wenn es überhaupt schon geht. Ich möchte außerdem auch den Wasserturm bauen, dass ich halt eben die Felder bewässern, deutlich schneller machen kann. Das nächste sollte ich auf jeden Fall mal die Werkbank upgraden, um entsprechend da vorwärts zu kommen. Und die Mast dafür sollte ich inzwischen da haben. Wir fahren also mal zurück nach Hause, beziehungsweise ich mache jetzt hier einen Cut, fahre jetzt nach Hause. Und dann sehen wir uns dann an der Basis wieder, wenn ich dann dort bereit bin, die Upgrades vorzunehmen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hatte mal ganz kurz auch ein bisschen Eisengesplitter gefarmt und alles und bin dann jetzt bereit. Hoffentlich, achso, und ein bisschen Leder habe ich auch gesammelt noch. Und sollte jetzt bereit sein, das Upgrade zu machen. Dazu schmeißen wir ganz kurz den Spaß hier rein mit ein bisschen Fasern. Schmeißen das an und lassen das kurz durchbrennen. Der hier unten darf dann in derselben Zeit dann das Fleisch brutzeln. So. Zack. Und für das Upgrade brauchen wir ja das Hartholz und nochmal das Tent Leather. Hartholz habe ich ein bisschen was da. 150 waren es, ne? Glaube. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber wir haben ja genug da. Da haben wir die Eisendinger nochmal. Und das Leder sollte jetzt auch. Jawohl. Und damit nächste Evolutionsstufe erreicht. Neues. So, dann bräuchten wir das Titanium, Maschinenteil und Harzholz für die nächste Stufe. Da kann man dann die Pumpe mal dazu machen, aber das ist noch nicht ganz so wichtig. Interessant hier wird jetzt, aber wo ist denn die Sense, sag mal? Das sind neue Tools, genau. Die Seed Storage. Ah ja, okay, das finde ich, wenn ich zu viel Seed habe. Das ist dasselbe wie mit den Lagern. Dann haben wir den Enchanting Table. Da muss ich noch einen Lightstone farmen. Das Ding ist neu. Den Alchi Table können wir bei Gelegenheit mal machen. Und ja, okay, Armor Stand. Was haben wir hier? Ja, zum Ankleiden. Ich frage mich, wo ich die Sense herkriege. Oben im Händler wieder oder so? Es würde Sinn ergeben, dass der... Nehmen wir einfach die hier. Wow. Ey, was haben wir da? Ein Farmers Bandana. Okay. Moment. Das ist, wenn ich ernte... Habe ich 25% eine 25% höhere Chance darauf, Seeds zu bekommen. Was natürlich wiederum sehr praktisch ist. Okay. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? War das eventuell vorher gar nicht da oder so? Anyway, gönnen wir uns mal. Danke.
den haben wir alles. Ja, hier haben wir auch alles, ne? Ja, okay, alles klar. Gut, ich. Dann lass uns wenigstens mal noch mal kurz schauen. Jetzt, die Sense. Kann man die upgraden? Vermutlich nicht weiter. Es ist eine Eisensichel, aber ich glaube, die ist da auch gemaxt, ne? Nee? Kann ich upgraden? Okay, dann machen wir das so mal. Nutzen wir die Chance mal. Und graden das ab. So, nicht nicht da, sondern dort. Und dann die Sichel. Nice, okay. Die hat dann noch einen höheren... Okay, die ist schon auf Max Level jetzt, ne? Die könnte man jetzt upgraden zu den größeren picken, genau. Und das wäre die Titanium-Axt dann. Da brauchen wir dieses Titanium erst. Das müssen wir noch farmen dann. Was kostet denn das Titanium, das Schmelzen? Das war... 8 Titanium und 8 und 10 von den Dingern, okay. Sollten wir hinkriegen. Und jetzt kann ich die Sichel nehmen. So. Okay. Und damit kann ich natürlich erstmal ganz klar Gras sammeln, aber viel wichtiger ist halt eben, ich kann damit auf dem Feld, wunderbar, ich kann auf dem Feld dann komplette Felder abreißen und bekomme halt entsprechend dann deutlich mehr XP. Werde ich vermutlich in einem der nächsten Videos mal zeigen, aber das ist natürlich jetzt ein wichtiger Schritt, um wirklich massiv zu leveln. Ich bin inzwischen schon 7 Punkte gestiegen. Seit dem letzten Mal. Und um das Ganze noch ein bisschen zu beschleunigen, können wir außerdem jetzt noch Folgendes tun. Wir können jetzt den Dings aufstellen. Den Wasserspender. Wodurch ich dann die Sachen insgesamt weniger gießen muss. Beziehungsweise ich mich nicht mehr so direkt darum kümmern muss. Denn der Wassersturm selber bewässert halt Felder in seiner Nähe. Ich glaube bis zu 8 pro und bei Aufwertung dann mehr. Lass mal kurz schauen. Ja, der braucht jetzt allerdings nochmal normales und Hartholz. Ein Ding. Okay. So. Dann los. Wassertürmchen. Der braucht 25 Splitter, 60 Schrottteile. Und offenbar kann er 8 Felder in der Nähe. So, wenn ich also will, dass er das noch mehr macht, muss ich den entsprechend dann platzieren. Wenn ich den hier platziere, sollte der nach einem Upgrade auch auf alle Felder zugreifen können, ne? Genau. Das müsste funktionieren. Vermutlich sogar so. Okay. Und dann jetzt, Upgrade würde jetzt kosten 5 Eisenbarren und 10 Maschinenteile. So, ich kann jetzt hier die Wasserkanne nehmen. Und das Ding dann direkt aus der Wasserkanne befüllen. Und die Wasserkanne füllt sich halt direkt wieder auf.
Und jetzt gießt er halt automatisch die Felder, zumindest da, wo er rankommt. Und damit wachsen die auch immer fleißig vor sich. Ja, warte mal. Jetzt ist ja gerade Nacht, das heißt, es wird eventuell morgen früh sollten die ersten Felder fertig werden. Warte mal. Das sieht nicht so aus, als wenn das schon fertig wäre. Im ersten Teil musste man noch skillen, dass die Sichel nicht fertige Sachen stehen lässt. Allerdings weiß ich nicht, ob das hier immer noch der Fall ist. Oder ob man es überhaupt noch braucht. Das muss man erstmal abwarten. Anyway, wir haben ein paar Talentpunkte. Und zwar könnte ich jetzt... erstmal wollte ich hier erstmal nochmal den Mining Damage increasen. Dann haben wir hier nochmal den... Das waren jetzt 10%, hier haben wir jetzt 25% nochmal. Und dann vermute ich hier nochmal irgendeinen Bonus. Hier hätten wir jetzt nochmal... Hätten wir jetzt 5 HP pro Sekunde Regeneration. Das ist nicht extra, sondern insgesamt. Das ist, ja, nicht wirklich toll. Da bleiben wir bei den 3. Wir könnten ein bisschen mehr auf den Schaden gehen, aber... weiß ich nicht. Ich würde erstmal lieber das Farming machen wollen. Lass mal ruhig hier drauf gehen. Zack. Ressource. Okay. Nochmal die Bonus-Chance on Crit. Nett. Und achso, da brauchst du auch tatsächlich nur einen Pfad für. Und dann haben wir hier nochmal eine extra Tasche. Okay. Und diese kriegen wir nur, wenn die alle fertig sind, ne? Glaube ich. Anyway. Das ist, glaube ich, ganz cool. So, hier ist, glaube ich, generell Damage-Schaden erhöht. Das ist, glaube ich, Crit erhöht. Cooldown. Ja, okay. Sollte nicht so schlimm werden. Anyway. Wir haben jetzt... Soweit ist mal alles fertig. Ich brauche aber definitiv noch bessere Waffen. Und das brauchen wir jetzt, das Pure Titanium. Das reine Titan. Die hat jetzt... What? Ah ja, von 40 auf 51 hoch und dann eben die Attacken machen auch deutlich mehr Schaden dann. Ja, den Hammer. Könnte man dann aufwerten noch. Hat der Schmied jetzt mal was Neues oder ist das jetzt alles wieder beim Alten? Lass mal gucken gehen. So, Sense und Dings haben wir. Rucksack machen wir als nächstes. Ja, das hier nur das normale Schwert, das haben wir aber schon, genau. Das Hardens, die Claymore und das haben wir bereits. Genau. Ach nee, das wäre das Claymore, okay. Das hat aber weniger Schaden. Hat aber andere Attacken, okay. Wo kriege ich dann die Battle-Axt her? Ah. Egal. Egal. Ich würde also sagen, wir gucken mal, dass wir erstmal noch die Waffe auf Titanium erhöhen. Wir wissen ja, wobei das wohl Titan ist, unter der Erde. Wir müssen nur einmal eine Wüsteninsel finden, um dort den Dings abzubauen. Den Quarz, oder was das ist, den Limestone, den Kalkstein. Und... ja. Und dann sollten wir in der Lage sein, das zumindest das Schwert abzugraden. Und wenn wir das haben, dann können wir mal anfangen und das Dungeon angehen und den Boss machen. Das soll es aber für die Folge gewesen sein. Wie üblich, wenn es dir das Video gefallen hat, gerne subscriben. Ohne nichts dazu wissen, da gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.